So, Dala, ein herzliches Willkommen unter Lust an White Party. The Last of Us 2. Ich bin Simon Simafix. Ach, beim letzten Mal haben wir ja gnadenlos überzogen hier in dem Part. Und deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen abrupt abgebrochen. Beim letzten Mal haben wir uns hier auf die Insel unserer Freunde, den Scars, hier bewegt. Und wir wollen, Lev hier finden. Und warte mal. Zack. Oh, Leute, das wird jetzt ein richtig nice Sniper-Gewehr. Der hier irgendwo ist. Wir haben beim letzten Mal schon die ersten Scars ermordet, weil das machen wir gerne. Und das sieht schön aus. Screenshots, liebe Leute. Schau mal, was da für schöne Botschaften hängen. Meine Prophetin, mögest du meine Worte hören? Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolves abgeschlachtet wurden. Jetzt wacht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Wir ehren Henrys Martyrium, indem wir uns wie er um Moira kümmern. Aber das reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Wieso nimmst du den Zettel mit? So, wieder eine Statue. Und dann gehen wir weiter. Naja, wie gesagt, wir wollen Lev finden. Isaac startet hier gerade mit seinem Feldzug gegen... Wieso? Keine Versteck? Okay. Isaac hat ja schon mit seinem Feldzug gestartet gegen die Wolves. Und wir sind jetzt hier mehr oder weniger mittendrin. Aber das wird schon irgendwie, werden wir schon irgendwie schaffen, jetzt wo ich mein schönes Snipper-Gewehr habe. Die Seattle Space Needle. Kennt man doch, Mädel. Oh, das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Location. Kann ich eigentlich sogar laufen. Brei haben schon wieder mal Armbrust. Wieso gehe ich eigentlich hier lang? Frage ich mich gerade. Das war nicht so gut. Aber ich habe den noch eigentlich mit meinem mit meiner schallgedämpften Waffe eigentlich eliminiert. Theoretisch. Ich ziehe mich wieder taktisch zurück. Jetzt warten wir, bis sie kommt. Und dann schnappt man sie uns auch. Die Waffe ist so nice, Mann. Das ist inzwischen meine Lieblingswaffe in dem Spiel. Hast ja schon ein Loch im Kopf. Wo könnten sie bloß sein? Sie waren doch eigentlich gerade genau hier. So, und weiter geht das schöne Versteckspiel. Müssen wir schauen, dass sie uns nicht flankieren, aber ansonsten... Können sie mir ehrlich gesagt ziemlich wenig antun. Alter. Für die Macht des Hammers, Baby. Eine Sense.
Ich bin Abby, die Mörder. Das ist so eine coole Location. Eigentlich hätte man hier wirklich schön stealthen können. Gib mir jetzt hier nicht allzu viel Mühe, weil wir wirklich so viel Muni haben. Und auch mal ein bisschen vorankommen sollten. Steht da einer? Nö. Inzwischen habe ich ihn auch gesehen. Kommen die jetzt oder kommen die jetzt nicht? Oh. Rachel, das kam aus dieser Richtung. Auf die Jagd. Hör ich da irgendwie Blut sprudeln? Oh, dann geht's ja schon wieder vorbei. Alter, ich bin so schlecht mit dem Bogen. Mit der Armbrust. Mit dem Bogen lief das echt mal besser. Gib mir Pillen. Aber die Armbrust ist halt auch deutlich besser auf die Distanz. Der Bogen ist halt mehr oder weniger ein bisschen für den Nahkampf geeignet. Wen hast du? Ach, stimmt, niemanden hast du. Und das war's mit dem Knack. Also, ja, gar nicht getötet. Oh, ey, wie ist ja nett. Wieso konnte es Johnny am Leben lassen? Ach, Leute, ich will sie nicht zu haten. Na, ich fand, das war eigentlich ein ganz netter Encounter. Ich habe mich zwar ein bisschen blöd angestellt, aber war ganz cool. Also, schalte dafür wieder runter. Noch geladen. Da wieder gut Money. Nur ein Medkit fehlt mir. Das finde ich schade. Da leuchtet es. Da ist sicher irgendwas drin. Gib mir Loot, liebe Leute. Wo ist das Loot? Kein Loot. Okay, kein Loot. Wo ist sie denn? Da. Packt sie einfach die Drogen von denen ein, gell? Ich dachte, du hast das gar nicht nehmen, solche gefährlichen Mixturen. Nehmen wir Medkit. So, ich habe jetzt einen größeren Lebensbalken, den wollte ich eh mal voll machen. Also, einmal, zweimal, fertig. Wie gesagt, aktuell fühle ich mich echt ein bisschen übermächtig. Also nach den Encounters da im Krankenhaus und davor mit diesem Abstieg, wo da 1 Milliarde Infizierte waren, muss ich echt sagen, das ist echt Kinderspiel. Ich meine, wenn ich richtig effektiv von Anfang an kämpfen würde und nicht helfen würde, würde es wahrscheinlich genauso gut gehen. Das ist
Oh. Diese Sachen müssen sterben. Gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche es. Ich bin hier weg. Ich hätte nie... Ist okay. Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Auf geht's. Was ist los? Los? Überall auf der Insel. Wir stehen jetzt durch. Und beschützt uns. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusch. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Die Hauptstraße melden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Das ist unsere beste Chance. Melde uns einfach weiter. Geh voran. Also ich höre auch über Kampfgeräusche. Also ich bin lieber zu meinem Boot zurückgelaufen. Alter! Was ist mit dir los, Mann? Der hat mich da einfach runtergeschoben. Das ist aber ein netter Dank von dir, Mann. Gut. Und hier gibt's so viel Money, Mann. Und Pillen! Und Medkits. Hätte ich gar keine Medkits herstellen müssen. So, wie sieht's aus? Habe ich schon wieder 77 Punkte. Dann unser Gesundheitsupgrade haben wir auch. Tötö, ja, dann. Machen wir diesen Impuls, den brauche ich zwar nicht, aber danach, dass die Heilung effektiver ist. Das ist ein sinnvolles Upgrade, weil ich dachte am Anfang immer, die heilen komplett. Kommt nämlich ein ganz interessanter Moment. Was macht denn die gute Abby jetzt? Tut sie sich jetzt hier auf die Seite der Scar stellen, was im Endeffekt keine Option, denke ich, ist. Tut sie jetzt hier versuchen, die beiden rauszubringen? Und was macht sie, wenn sie auf die Wolves zustößt? Denn alle, die wir kennen und die uns vertraut haben, die wurden ja abgemurkst. So wie der gute Manny, gell? Hat niemand gehört. Du bist doch so überzeugte.
Du bist doch so erzeugte VLF-Anhängerin. Ganz ernsthaft, und das ist das, was du die ganze Zeit gemacht hast. Und jetzt heulst du da rum, weil sie das machen, was du immer gemacht hast? Immerhin gibt es hier Ressourcen ohne Ende. Und Supermärkte sind immer was Cooles. Denn da neben Supermärkte gibt es immer schöne Ressourcen. Genau. Ja, gleich. Wisst doch erstmal, muss ich. Nö, ist nix. Frage ist auch, ob wir Isaac treffen. Vielleicht müssen wir ihn ja erhöhen. Wir werden sehen. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, was ihr jetzt macht. Weil ihr hört ja auch, da kommen noch ein paar Infizierte. Oh, jetzt ist die Party dann komplett. Na komm. Obwohl, eigentlich ist es mit der Insel echt eine schlaue Idee, weil theoretisch kannst du ja fast keine Infizierten bekommen. Also, wenn du weißt, wie du mit denen umgehen musst. Machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Zur Hölle! Das geht nicht! Was machen deine Scheißleute? Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Das kam jetzt richtig überraschend, Mann. Also, ganz ernsthaft, Mann. Ich sag ja, das ist immer der Tod in The Last of Us. Der kommt nicht immer so, der kommt nicht so, dass man ihn 100 Meilen in Windrichter, der kommt einfach so, zack. Und dass die jetzt hier einfach so ermordet worden ist, das fand ich schon krass, aber das einzige Tod ist, also ganz ernsthaft, Mann. Das ist natürlich jetzt auch hier vielleicht nicht das Optimale, denn nun offiziell stehen wir wahrscheinlich hier als Feinden Wahlen gegenüber. Mit den anderen nach Santa Barbara dürfen wir ja auch nicht reisen. Will ja unsere schwangere Glocke nicht. Sieht gut aus. Oh, ich dachte immer noch, ich kann mit denen reden. Entschuldigung. Jetzt knallst du noch deine eigenen Männer ab.
So, das ist gerade so geil, Mann. Sowas habe ich mir immer vorgestellt, Mann. Das hatten wir schon mal ansatzweise so bei der Ellie. So ein Level. Dass wir ein Level haben, wo wir wirklich das Wasser, genau, auf so eine Ebene haben, dass wir darunter tauchen können. Natürlich sehen uns die Gegner. Also ich meine, wenn sie aufmerksam war, dann könnten sie es natürlich sehen. Das war's dann. Egal ob Freund oder Verbündeter, er wird ermordet von Abby. Schade, ihr fängt ganz gut. Ronimo! Ich kämpfe gerade sehr planlos, ich weiß das. Aber eigentlich würde ich ganz gerne nur einen Ausgang suchen. Zack! Der war brutal, Mann. Also eigentlich war mein Plan jetzt wirklich einfach nur an den durchzusteffen, weil es sind so viele, aber wird mir nicht gegönnt, deswegen. Schade. Eigentlich ist es schon möglich, da locker durchzusteffen. Oh, jetzt was anderes. Und kommt halt. Kommt. Kommt. Alter, wieso hast du eigentlich schon... Du hast doch schon wieder die Brandmuni. Na, jetzt hattest du die Brandmuni. Bester Fight ever. Du bist gar von einem Kind platt gemacht im Nahkampf. Sie ist hier mit diesem Ska-Kind. Das gefällt mir so gut. Mein Schrank. Ich hab grad derbe Mitleid, dass ich die durchschossen hab. Jetzt! Mich nervt gerade das Spiel. Was habe ich jetzt? Ich habe schon meine richtige Sense ausgerüstet, gell? Na gut, Leute. Wenn sie die großen Geschütze auffahren, dann machen wir halt dasselbe. Jetzt sollen sie herkommen. Jetzt haben die alle keinen Bock mehr, oder? Hallo! Abby ist zu Hause! Zwei Pünktlein sehe ich noch.
Aber selber die Muni haben wir bekommen, Mann. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Mann. Aber trotzdem, der eine mit der Axt, der war cool, Mann. Aber es ist eine echt nette Location. Also das sind jetzt wirklich die mit Abstand besten Level im Spiel. Kannst wirklich hier richtig geil an den Gegnern, theoretisch, also wenn du es richtig machst, vorbeigehen, vorbeistaffen. So hätte das Spiel schon immer an den Dingern sein müssen. So, und eigentlich... Ah, ich wäre gar nicht mal weit gewesen. Ich hätte schon durchstaffen können. Nein, das ist kein Level, was man durchstaffen kann. Also da, glaube ich, hätte man nicht durchstaffen können. Wie auch immer. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Last of Us 2. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.